Impfpflicht gegen Corona? Die Diskussion nimmt gerade Fahrt auf angesichts voller Intensivstationen, vieler Neuinfektionen. Und die Debatte hat das Potenzial, die Gesellschaft zu spalten. Da sind die freiwillig Ungeimpften und die Geimpften, deren Geduld mit den Neinsagern offenbar aufgebraucht ist. Bis zu 70% der Deutschen sprechen sich in Umfragen mittlerweile für eine Impfpflicht aus. Das wäre ein drastischer Eingriff in Grundrechte. Endlich mal wieder eine gut besuchte Veranstaltung. Denn hier stehen die Fahrer vor der Kölner Arena Schlange, um sich impfen zu lassen. 1000 Dosen werden in Nordrhein-Westfalens größter Stadt beim Drive-Thru verabreicht. Freiwillig. Doch dabei wollen es einige Länderchefs nicht mehr belassen. Jetzt haben wir die schlimmste Welle, die wir hatten. Es sind zu wenig Menschen geimpft. Und wir kommen einfach nicht darum, wenn wir aus diesem Schlamassel rauskommen wollen, dass sich die Menschen impfen lassen müssen. Nur dann gewinnen wir unsere Freiheit wieder. Das ist der Grund, warum wir uns für eine Impfpflicht aussprechen und die Debatte darüber eröffnen. Unterstützung erhält er von seinem norddeutschen Amtskollegen, der die Rechtsgrundlage für eine solche Impfpflicht schon mal in den Blick nimmt. Wenn sie kommt, dann muss sie aber sitzen. Und dann muss sie insbesondere auch vor den Gerichten Bestand haben. Und dafür ist ein Nachweis, dass mildere Mittel nicht zur Verfügung stehen, sicherlich sehr sinnvoll. Deswegen sind die Erfahrungen mit den vielen Verschärfungen, die in diesen Tagen überall in Deutschland in Kraft treten, so wichtig. Die Freien Demokraten mit großer Wahrscheinlichkeit demnächst in der Regierung pochen hingegen auf das Recht auf Selbstbestimmung. Namhafte Experten halten eine allgemeine Impfpflicht für verfassungswidrig, wir auch. Diese Diskussion verunsichert die Menschen und spaltet die Gesellschaft. Wir brauchen aber genau was anderes, nämlich eine gemeinsame Kraftanstrengung, damit sich mehr Menschen impfen lassen, testen lassen und boostern. Der noch amtierende Gesundheitsminister Jens Spahn hält eine Impfpflicht für nicht zielführend. Sie käme zu spät, um das akute Problem in den Griff zu kriegen. Aus seiner Sicht gäbe es aber eine moralische, gesellschaftliche Verpflichtung. Umsetzen müsste eine solche Verordnung oder ein solches Gesetz ohnehin die neue Ampelregierung. Und wie sie praktisch durchgesetzt werden könnte, steht auf einem völlig anderen Blatt. Die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland hat erst begonnen. Parallel dazu hoffen viele auf Medikamente, die eine lebensbedrohliche Erkrankung mit dem Coronavirus verhindern könnten. Eines dieser Covid-19-Medikamente ist Paxlovid des Herstellers Pfizer. Es wird gerade von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA geprüft. Das könnte ein wichtiges neues Heilmittel im Kampf gegen die Pandemie sein, die Pille namens Paxlovid. Nach Angaben des Herstellers Pfizer hat das Medikament eine sehr hohe Wirksamkeit, wenn es bis zu 5 Tage nach Auftreten der ersten Covid-Symptome eingenommen wird. Wir sprechen hier von einer 89-prozentigen Verringerung der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle bei Personen, die Covid-Symptome haben. Das ist auch deshalb so wichtig, weil der Umgang mit den Tabletten einfach ist. Sie müssen 5 Tage lang 2-mal täglich eingenommen werden. Das bedeutet also, dass die Menschen diese Tabletten in ihrem Medizinschrank bereithalten können. Und wenn sie positiv auf Covid getestet werden, können sie sofort mit der Einnahme beginnen. Sie müssen nicht in ein Krankenhaus gehen. Paxlovid ist ein Protease-Hemmer. Die virale Protease ist ein Enzym, das wie eine Schere arbeitet und es dem Virus ermöglicht, sich in den Zellen zu vermehren. Das Medikament setzt sich an das Enzym, schaltet es aus und verhindert so die Vermehrung des Virus. Im Vergleich zu Molnupiravir, einem anderen Covid-Medikament des US-Arzneimittelherstellers Merck, hat es eine höhere Wirksamkeit. Mit einem Preis von 620 Euro für eine 5-Tages-Dosis ist Paxlovid nicht gerade preiswert. Aber Pfizer hat angekündigt, die Preise für ärmere Länder zu senken. Allerdings sind die derzeitigen Zahlen nur Zwischenergebnisse. Unabhängige Wissenschaftler müssen die Daten von Pfizer überprüfen und die Aufsichtsbehörden die Ergebnisse kontrollieren. Es ist also unwahrscheinlich, dass Paxlovid schon vor Jahresende verfügbar sein wird.
Das Ganze wollen wir einordnen mit Hilfe von Professor Thorsten Lehr, Pharmazeut von der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Könnte die Pille Paxlovid die Lage auf den Intensivstationen entspannen? Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein, den wir hier dazu bekommen in der Bekämpfung der Pandemie. Ich persönlich habe noch meine Zweifel, ob es wirklich die Situation komplett dreht, aber es ist auf jeden Fall eine Medikation, die endlich möglicherweise eine Entlastung bringen kann. Ich denke, wichtig bei dieser Medikation ist, dass sie richtig eingesetzt wird. Sie soll ja ganz einfach zu handhaben sein, jeden Tag und in ein oder zwei Pillen. Wie ist das? Wie gut untersucht ist das Präparat? Genau, man muss halt auch dazu sagen, dass sie im Vergleich zur Impfung eigentlich relativ wenig untersucht ist. Das heißt, sie sind bis jetzt nur an wenig tausend Patientinnen und Patienten getestet. Das ist natürlich im Vergleich zu einer 100-millionenfachen Anwendung der Impfdosis relativ selten. Das heißt, hier kann es sicherlich auch noch passieren, dass es gewisse Langzeitfolgen gibt, Nebenwirkungen, die wir bisher noch nicht kennen. Das ist bei dieser Medikamentenklasse von antiviralen Therapien sicherlich nicht unüblich. Also ich glaube, da müssen wir nochmal schauen, was kommt. Und eine Nachbeobachtung wirklich, sobald die Medikation auf dem Markt ist, ist wichtig. Wenn es jetzt bald eine Pille gibt, könnte die eine Impfung ersetzen? Nein, also das müssen wir auf jeden Fall sagen. Sie ersetzt keine Impfung. Sie hat sicherlich, also das Paxlovid hat sicherlich eine sehr gute Wirksamkeit zur Verhinderung von schweren Verläufen. Es ist sicherlich eine Add-on-Therapie, die man machen kann, wenn sich jemand dann doch infiziert haben sollte, bietet es eine gute Möglichkeit. Aber letztendlich die Impfung und das eigene Immunsystem ist durch nichts zu schlagen. Und es bedeutet ja auch keinen hundertprozentigen Schutz. Sie müssen diese Tablette relativ früh auch einsetzen zum richtigen Zeitpunkt, dann, wenn sie noch gar nicht so schwer erkrankt sind. Und oft merken das natürlich die Patientinnen und Patienten gar nicht. Und dann kann es zu einem gewissen Zeitpunkt auch zu spät sein, wenn ihnen diese Medikation dann gar nicht mehr wirklich viel bringt. Gehen wir noch auf andere Medikamente ein. Kurz gehen wir die durch. Molnupiravir von Merck hat ja schon die Zulassung in Großbritannien bekommen. Wie ordnen Sie die Wirksamkeit ein? Ja, das ist vom Prinzip, stammt es aus einer gleichen Medikamentenklasse. Es verhindert auch wie das Paxlovid eigentlich, dass sich das Virus mehr verhindert, vermehrt. Es ist auch ein effektives Medikament, aber es ist zum einen nicht so effektiv, auch wie eine Impfung. Und auch hier müssen wir natürlich schauen, das muss relativ früh gegeben werden. Das gilt auch hier, also eigentlich dann, wenn die Patientinnen noch gar nicht so stark krank sind. Und diesen Zeitpunkt ist es auch hier schwierig, wirklich zu erfassen. Und schon länger ist ja Remdesivir im Gespräch. Das wird intravenös gespritzt. Wie wirksam? Ja, das hilft uns nicht wirklich viel. Es bringt eine ganz leichte Verleichterung, ganz leichte Verkürzung der Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation. Aber ich glaube, das ist keinerlei Gamechanger, wie es so schön bezeichnet wird. Das ist auch schon lange auf dem Markt und hat nicht wirklich viel bewirkt. Dann kursieren ja noch immer Berichte über das Wurmmittel Ivermectin, wenn ich das richtig ausspreche. Ihr Urteil? Ja, Ivermectin, davon sollte man sofort die Finger lassen, auch nicht präventiv. Es gibt schon vermehrte Vergiftungsfälle, wo Leute dann auf der Intensivstation gelandet sind, weil sie es präventiv gegen eine Corona-Infektion genommen haben. Es gibt auch schon Todesfälle, die berichtet worden sind. Das ist ein Mittel gegen Würmer. Wenn man Würmer hat, ist das prima. Aber für und gegen Covid ist das absoluter Schwachsinn. Und da sollte man tunlichst die Finger von lassen. Das Thema, über das heute alle diskutieren, Impfpflicht, Ihre Einschätzung? Für mich führt kein Weg an der Impfpflicht dran vorbei. Die Diskussion wird ein bisschen dauern, aber das wird der einzige Weg raus aus dieser Pandemie, zurück in die Normalität sein. Vielen Dank für Ihre Meinung und Ihre Einschätzung, Professor Lehr. Ich danke Ihnen.